Agnes Strack-Zimmermann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben 2013 das erste Mal deutsche Soldatinnen und Soldaten nach Mali entsandt. Und Ziel war und ist es seitdem, Mali und seine Partner in der Sahelregion im Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen. Zum einen verstärken wir, wie gerade gesagt, mit über 1200 Soldatinnen und Soldaten die Stabilisierungsmission in den Vereinten Nationen. Zum anderen haben wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern malische und nigerische Streitkräfte ausgebildet. In internationalen Einsätzen, in denen die Bundeswehr beteiligt ist, hört man öfter suffisant hinter vorgehaltener Hand, na ja, die anderen kämpfen, wir bilden aus. Meine Damen und Herren, das ist eine Aufgabenteilung, die sinnvoll ist, solange unsere Ausbildung fruchtet und die zu ausgebildeten Soldatinnen befähigt werden, das Gelernte anzuwenden und es auf Dauer auch weiter zu vermitteln. Train the trainer. Aber die Erfahrung lehrt uns, dass Ausbildungseinsätze der Bundeswehr so gut wie immer mit einem besonderen Problem umgehen müssen. Wen bilden wir eigentlich aus? Die entsprechenden Soldaten und Soldatinnen als Teil der Streitkräfte entsprechen in vielen Bereichen, milde ausgedrückt, nicht unseren Ansprüchen an eine Armee. Korruption, fehlendes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Letztendlich gehen wir auch das Risiko ein, dass die gelernten Fähigkeiten nicht in unserem freiheitlich-demokratischen Sinne eingesetzt werden. Und diese Risiken kennen wir, und wir begegnen ihnen aktiv, indem wir gezielt die Vermittlung von Grundwerten in die Ausbildung mit einbauen. Ja, in Mali gestaltet sich die Situation inzwischen schwierig, und seit dem Putsch vor einem Jahr erleben wir zunehmend Probleme auf Regierungsebene. Es wurde hier genannt, die Militärregierung verweigert zeitnahe Neuwahlen, der Transitionsprozess geht nicht voran, und es wird offen und ohne Hemmungen auch mit Russland zusammengearbeitet. Überfälle, Massaker, Menschenrechtsverletzungen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und diesem Problem haben in der Summe eine weitere Ausbildung der malischen Armee schlichtweg unmöglich gemacht. Und ja, es ist ein bitteres Zwischenfazit im 10. Jahr. Die malische Regierung ist nicht so kooperationsfähig, wie wir das wollen, und die Sicherheitslage wird schlechter. Terrorismusproblem wird größer. Und das ist unser Dilemma. Das Ziel unseres Einsatzes ist definitiv noch nicht erreicht, aber ein voreiliger Abzug würde diesen Status zementieren. Wir würden Platz machen für islamischen Terroristen. Und, meine Damen und Herren, das würde auch uns in Deutschland und Europa unmittelbar betreffen. Und wir würden Platz machen für mehr russische Streitkräfte, die sofort das Vakuum füllen würden. Ich halte es deswegen für richtig, dass wir vor Ort bleiben, zum Schutz der Zivilbevölkerung mit MINUSMA, aber auch eben mit EUTM Mali im Raum der Sahelstaaten. Wir können unseren Einsatz aber nicht bedingungslos um jeden Preis fortsetzen. Und die Ampelregierung hat sich bekannt, kein Copy und Paste mehr wie die Regierung zuvor. Wir evaluieren diese Einsätze, und wir hinterfragen sie. Und wenn die Lage sich ändert, dann müssen wir auch das Mandat ändern. Und ich danke Ihnen ausdrücklich, Frau Ministerin, dass wir vor Ort uns einen Eindruck machen konnten und dass wir deswegen diese Ausbildung auf Niger beschränken, um die demokratischen Kräfte der Region weiter zu unterstützen. Und ja, wir halten unsere Tür auch für die malische Regierung geöffnet. Eins muss aber klar sein. Mali hat nur eine Chance auf eine einigermaßen sichere und stabilere Zukunft, wieder mit den übrigen G5-Staaten kooperieren, wenn es auf die Forderung auch der ECOWAS eingeht und auch die Unterstützung der Europäischen Union auf allen Ebenen wiedererlangt. Der Pfad aus dieser Isolation ist deutlich. Die Achtung und Wahrung der Menschenrechte durch alle staatlichen Akteure. Und es ist schon ziemlich unerträglich, wenn es zu einem Attentat kommt, wieder Frauen und Kinder ermordet werden und wir nicht die Chance haben, diese Vorfälle aufzuklären. Und diese Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen, meine Damen und Herren, erwarten wir, und eine Beendigung der Kooperation mit russischen Truppen. Das weiß auch der malische Verteidigungsminister. Das konnten wir in einem Gespräch, an dem die Ministerin beteiligt war, auch Kollege Otte und ich, haben wir ihm sehr deutlich zu verstehen gegeben. Meine Damen und Herren, wir werden das Mandat, wir werden dem Mandat zustimmen. Aber lassen Sie mich die letzten Sekunden den Soldatinnen und Soldaten danken, die in Koulikoro über Jahre dort
eine tolle Arbeit geleistet haben, Menschen ausgebildet haben, auch Familien begleitet haben. Und meine Damen und Herren, die einem schweren Attentat ausgesetzt waren vor einigen Jahren, sie sind dort geblieben, um ihren Auftrag zu erfüllen, den wir hier erteilen. Dieser Auftrag ist beendet, der wird jetzt ausgesetzt, und unser Dank gilt diesen Soldatinnen und Soldaten von ganzem Herzen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Katrin Vogt.